Hallo aus der School of Dance. Wir haben heute einen speziellen Tipp für euch, einen Jive für die Promenade Walks, den schnellen Teil, also den Quicks. Ein Tipp für den Herrn, ein Tipp für die Dame. Schauen wir uns einmal den Schritt an und dann reden wir drüber. Das heißt, wir haben nichts anderes als, wir haben uns Rückplatz, Rück, Platz und dann 1, 2, 3, 4. Also das ist dieser Schritt mit den Meringue-Aktionen für die Herren. Tipp für die Damen. Von meiner Über-Drüber-Tänzer-Dame. Kopf. Ich würde sagen, denk, nicht vergessen auf den Kopf und welche Dynamik das gibt zu dem ganzen Schritt, weil ihr nimmt den Kopf mit dem Schritt. Okay, so wir machen und vorweg. Wenn ich mache meinen ersten Schritt, ich twist alles eine um den Kopf. Wenn ich gehe raus, ich twist den Kopf aus. In. Aus. Machen wir weiter. Check. In. Aus. In. Aus. Okay. Ihr seht ja, wenn ihr den Kopf mitnehmt, liebe Damen, dann tut es natürlich wesentlich leichter. Wir haben ja viele Schritte, die auf demselben Prinzip basieren, wo ihr da in dem Fall immer Viertelrehme habt. Und wenn der Kopf immer auf den Herrn schaut, dann macht es das ganz, ganz schwierig, dass ihr die richtige Rotation schafft. Und damit das jetzt auch gut funktioniert, brauchen wir jetzt einen guten Tipp für den Herrn. Und der Tipp für die Herren ist der, dadurch, dass ihr als Herr in diesem Schritt ja mit der Meringue noch in einer Linie einfach zur Seite geht, ist es ganz, ganz wichtig. Herren, versucht es der Dame in dieser Rotation nicht zu helfen, indem der Arm da geht. Ja? Wenn ihr das von der Perspektive anschaut, werdet ihr merken, dass mein Arm da minimal sich bewegt. Ja? Ich kann vielleicht nicht garantieren, null, ja? Aber ich sage, ich gebe nur einen Widerstand, damit sie das gut machen kann. Also ihr von da ruhig, Platz. 1, 2, 3, 4. Zum Schluss geht er vielleicht runter, weil ich, was ihr seht, da weiter tanze. Ja? Aber dazwischen drin auf die 4 Quicks, ja? Ich sag's einmal schlecht, ja? Dann hilft jeder Name nicht, glaube ich zumindest. Ja, das hört man da. Rück, Platz. 1, 2, 3, 4. Alles wird ein bisschen. Erklär du das. Wie fühlt sich das an auf der Dame? Es hat das Gefühl, dass ich muss, wenn ich mache das richtig, ich gehe vom A bis B und ich weiß ganz genau die Distanz, die ich habe, zu bewegen meine Füße und den Körper. Und wenn das A macht, so wie sie so Bewegung, dann habe ich, ich gehe von A bis C. So ich habe mehr Rotation und ich komme nie zu einem Stop. Es ist so, wie ich bin immer in Bewegung. Ich muss denken, wenn er tanzt, dass er hat, zwei Punkte und zwischen diesen Punkten er tanzt wie ein Ping-Pong. Und wenn das geht auf einer Seite locker, dann der Körper kann nie zu einer Bremse kommen und dann like, rebounding auf der nächsten Seite. Es geht immer so in der Leere und dann kommt es zurück und immer. Und dann der Körper wird immer langsamer und es so, fängt an ein bisschen zu eiern und alles ist langsamer. Für die Techniker und Mathematiker unter euch, wenn alles still steht, sozusagen, dann ist es viel leichter zu rechnen, als wenn sich alles bewegen anfängt. Ja, das ist von Dynamik leichter sein. Das war meine letzte Prüfung auf der Uni, ja. Und dann habe ich genug gehabt. Also wichtig ist, die Hand bleibt still her. Ihr helft der Dame viel mehr mit einem Fixpunkt als der Dame, oder wenn ihr in eurem Kopf der Dame helfen wollt, arbeitet sie eigentlich dagegen. Also ganz, ganz wichtig, stille Hand für diese 4 Quicks. Ja. Und der Kopf. Ich würde sagen, zum Schluss, weniger ist mehr. Also Herrn helft es weniger, es ist viel mehr. Ja, tänzerisch funktioniert das, überall vielleicht nicht. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute beim Üben und Umsetzen. Ciao.